So, ich hoffe, man kann mich gut hören. Hey, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid auch so fröhlich und glücklich wie ich. Man kann schon ein bisschen hören, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. Ja, ich bin momentan ein bisschen gesundheitlich angegriffen. Ich habe sehr starke Allergie. Und wenn draußen die Gräser blühen und die Pollen fliegen, dann kriege ich immer ein bisschen schlecht Luft. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen auf meinen Hals irgendwie ausgeschlagen. Und dementsprechend vergebt mir, wenn meine Stimme nicht immer on point ist und die manchmal so ein bisschen abdriftet. Aber das hält mich in gar keinster Weise davon auf, dieses Video für euch zu drehen. Es muss weitergehen in unserem Podcast, in unserer Reihe. Habe ich der Reihe überhaupt einen Namen gegeben? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall geht es in diesem Teil um eine unbegreifliche, unbeschreibliche Liebe. Und ja, in dieser Podcast-Reihe berichte ich eben davon, wie Gott in meinem Leben eingegriffen hat, wie ich ihn erlebt habe. Und wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Und schau dir auf jeden Fall auch den ersten Teil an. Da ging es darum, dass ich, ja, in kurzer Zusammenfassung, dass ich Gott erlebt habe in einer schrecklichen Art und Weise, nämlich in völliger Furcht, also in Ehrfurcht. Ja. Ich möchte das auch nochmal klarstellen für alle Zuschauer, die das vielleicht nicht so ganz begriffen haben. Ich hatte keine Angst, ich habe jetzt gemerkt, hier ist Gott und ich habe Angst, dass er mir wehtut oder dass er böse ist, sondern ich habe einfach Ehrfurcht bekommen vor ihm. Ja. Ich hoffe, dass das auch so gut rübergekommen ist. Ich habe einfach gespürt, hey, dieser Gott ist so allmächtig und diese Gegenwart, die ich da spüre in meinem Zimmer, der bin ich nicht gewachsen zum damaligen Zeitpunkt. Und es war einfach unglaublich. Ja. Es hat einfach, ja, bis heute, ich fürchte den Herrn auf eine Art und Weise. Ja. Ich liebe ihn. Ich weiß, dass er mich liebt, er ist gut und darüber werden wir heute auch sprechen. Aber ich fürchte ihn auch, weil er einfach so mächtig und heilig ist, okay? Ja, klingt crazy für diejenigen, die nicht wissen, von was ich rede, aber ja, ich teile hier einfach nur, was ich erlebt habe. Genau, wir wollen weitermachen mit dem zweiten Teil. Und da müssen wir ganz kurz ein bisschen zurückreisen in der Zeit. Nämlich mit 14 Jahren ungefähr war das. Da lag ich in meinem Zimmer auf meinem Bett und ich habe zu Gott gebetet, damals noch völlig unwissend, keine Ahnung. Und ihr müsst bedenken, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Mir hat nie jemand irgendwas von der Bibel gelehrt oder hat mir erzählt von Jesus und was er am Kreuz getan hat. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts, okay? Ich wusste nur, irgendwo da oben muss es einen Gott geben, der mich geschaffen hat, okay? Und der vielleicht auch irgendwie mich liebt und einen Plan hat, ja? Ich kannte ja nur aus Erzählungen vom christlichen Gott aus dem Kindergarten und so. Ein Gott, der uns lieb hat, ein liebevoller Gott, der uns gern hat und so weiter, okay? Mit 14 Jahren lag ich in meinem Zimmer auf meinem Bett und ich habe gebetet, Gott, ja, ich habe einfach zu ihm gesprochen, Gott, hey, ich glaube schon, dass du da irgendwo bist. Ich glaube, dass du da oben irgendwo bist, aber ich glaube nicht an Jesus und nicht an das, was in der Bibel steht. Das ist vollkommener Quatsch. Das ist ein Buch von Menschen geschrieben. Damit kann ich nichts anfangen. Daran glaube ich nicht. Das ist totaler Quatsch mit Meer geteilt und sprechender Esel und was weiß ich, was in der Bibel alles drinsteht. Man kennt ja die diversesten Geschichten und mehrere Jahre durch die Wüste und dann ist Brot vom Himmel geregnet. Konnte ich nichts mit anfangen. Habe ich nicht glauben können, okay? Und am nächsten Tag, da stand ich an der Bushaltestelle von meiner Schule damals, also nach der Schule stand ich an der Bushaltestelle und da kam ein Mann auf mich zu, random, okay? Und er hat einfach mir so ein Heft in die Hand gedrückt, okay? Boah, vielleicht habe ich das Heft hier, ich guck mal kurz. Krass, ich habe das verschenkt selber und habe das letztens wieder bekommen von jemandem. Das ist das Heft. Kann man das sehen? Ja, hier. Und da stand so Jesus-Fragezeichen vorne drauf, okay? Und ja, ich konnte damit nichts anfangen. So, ich dachte mir so, okay, der hat mir das in die Hand gedrückt, hat gesagt, er soll mir das geben. Und er ist dann auch wieder weggegangen, okay? Und ich hatte dieses Heft. Und dieses Heft habe ich auf dem Nachhauseweg dann irgendwie verloren gehabt. Das ist mir runtergefallen irgendwo auf dem Heimweg. Ich musste dann von der Bushaltestelle von meinem Heimatsort noch ein bisschen laufen. Und ich saß zu Hause am Essenstisch und irgendwas hat mich nicht losgelassen. Ich wusste, ich muss dieses Heft holen. Es ist so entscheidend wichtig. Das ist irgendwie eine Antwort. Ich brauche dieses Heft. Und dann bin ich zurückgeradelt. Meine Mama hat zum Mittagessen gekocht. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich muss zurückradeln. Ich muss da etwas holen. Ich habe was verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich meiner Mama von dem Heft erzählt habe oder generell. Ich habe ihr das nicht so wirklich anvertraut, diesen ganzen Prozess, glaube ich. Muss ich sie mal fragen. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses Heft. Und in diesem Heft stand etwas drin, was ich so davor noch nie gehört habe, okay? Nämlich, dass Gott eine Beziehung sich mit mir wünscht, okay? Und dass er mich liebt. Und ja, ich kann es kurz mal vorlesen hier. Da stand, bitte
Gott drängt sich nicht in dein Leben hinein. Nimm das Geschenk seiner Vergebung an und lade ihn ein, durch seinen Geist in dein Leben einzuziehen und dein Leben endgültig zu regieren. Wenn du dich hinter diese drei Punkte stellen kannst, dann hilft dir vielleicht das folgende Gebet. Und da steht: Gott, ich bin froh, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Es tut mir leid, dass ich mein Leben ohne dich geführt habe und Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Vielleicht fallen dir an dieser Stelle, das steht jetzt da, okay, das ist nicht mehr das Gebet, vielleicht fallen dir an dieser Dinge ein, nenne sie beim Namen, die du falsch gemacht hast, okay? Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, aber das habe ich nicht so wirklich ernst genommen. Ich dachte mir so, ich bin eigentlich ein ganz Korrekter. Ich wende mich nun ab von allem, was ich falsch gemacht habe. Ich danke dir dafür, dass du durch Jesus Christus schon Ja zu mir gesagt hast. Ich will jetzt nach deinem Willen mein Leben gestalten. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, sodass mir vergeben ist und ich frei sein kann. Danke, dass du mir den Heiligen Geist schenkst. Bitte komm in mein Leben, führe mich und hilf mir, bei dir zu bleiben. Come on. Wisst ihr, so crazy. Ich habe damals eigentlich schon unbewusst mit 14 Jahren den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen. Das steht ja hier, ich habe ihn eigentlich eingeladen. Kein Wunder, dass er dann gekommen ist und wo ich ihn dann gefürchtet habe. Okay, wir springen wieder zurück. Also ich wurde von einem Mann im Endeffekt evangelisiert. Ein Mann hat mir ein Heft gegeben und dieses Heft habe ich aufgehoben und ich habe dieses Gebet nachgebetet damals. Okay, so. Punkt. Und dann kommt diese Zeit, ich bin abgerutscht, ich habe Gott gebetet, mit allem, was ich habe, habe ich Gott gebeten, schenk mir eine richtig, richtig hübsche Freundin und gib mir Ansehen bei Menschen. Ich will cool sein, ich will beliebt sein, ich will nicht mehr der Loser sein, ich will der Coolste von den Coolen sein. Und all das ist irgendwann so gekommen, okay? Ich bin in irgendwelche Klicken reingerutscht, ich habe eine tolle Freundin bekommen und dann kam auch das eben. Bin so ein bisschen abgedriftet und dann schaut euch den ersten Teil an. Gott ist mir begegnet. Das Kreuz in Sizilien, diese Ehrfurcht, diese Angst, die ich bekommen habe, da ist etwas Heiliges, etwas Mächtiges. Ich kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Ich halte es nicht aus in seiner Nähe. Er ist so, wow, das war eine Kraft. Ich habe Angst bekommen, wenn ich ihn gespürt habe, wenn ich ihn gefühlt habe. Er ist so, wow, ich habe gedacht, ich muss sterben in seiner Gegenwart. Das war so krass. Ich habe es wieder ein bisschen verdrängt, ich habe weitergelebt, aber ich habe angefangen, regelmäßiger zu beten, gegen Ende hin, okay? Und warum? Weil mein Leben richtig im Arsch war, okay? Und das habe ich zu dem Zeitpunkt langsam begriffen. Meine Beziehung war echt ein Scherbenhaufen, so. Es war nur noch ein, ich kann zwar nicht mehr ohne sie, aber ich will auch gar nicht mit ihr. Ich will viel lieber in der Welt leben, ich will viel lieber Party machen, ich will meine Ruhe haben, ich will andere Frauen haben, ich will mit anderen Frauen schlafen, ich will mit anderen Frauen Spaß haben. Ich bin noch jung, aber gleichzeitig auch, oh, ich bin an diese Frau irgendwie gebunden, ich liebe sie und ich brauche auch irgendwie ihre Nähe. Ich will sie nicht gehen lassen, weil ich auch nicht will, dass sie was mit anderen Kerlen hat. Das war so krankhaft, so gestört, wirklich. Und ja, ich hatte so einen Zorn, so eine Wut in mir, ja, wenn ich mit meinen Jungs feiern war, im Club, wenn mich da nur einer blöd angeschaut habe, ich bin so zornig geworden, so. Ich, einmal hat einer meine Freundin angemacht, hat die geschrieben, ich habe geschrieben, ich bring dich um, so. Ich war so sauer, so zornig und ich wollte ihn einfach nur finden und wollte ihn kaputt hauen. Ich war so innerlich unausgeglichen, kann man jetzt so sagen. Ich war echt richtig gestört, richtig krankhaft, okay. Und ja, ich habe nur noch für den Alkohol gelebt, nur noch für Marihuana gelebt. Ja, ich habe, bevor ich einschlafe, ich konnte nicht einpennen, wenn ich mich nicht unten in meinem Zimmer, habe so ein Kellerzimmer gehabt, da habe ich mich immer in so ein Fenster aufgemacht und habe dann Bon geraucht, habe so eine Bon gehabt, so eine, wo man so Gras rein und dann habe ich mir einen Topf gezogen und dann konnte ich erst richtig gut einschlafen und habe nur noch gewartet, bis endlich wieder Wochenende ist, endlich wieder Party, endlich wieder Saufen, endlich wieder mit meinen Jungs sein, endlich wieder Freiheit, endlich wieder Leben. Das war mein Leben, ja, mich zu berauschen, Spaß zu haben, auch ja, dieses Machtgefühl, Gewalt auszuüben, mir nichts gefallen zu lassen, endlich jemand zu sein. Ich war nie gut in der Schule oder sowas und da habe ich so ein bisschen diese Anerkennung bekommen. Die Leute hatten Respekt vor mir. Ich wollte nicht dieser Vollidiot sein und der nichts auf die Kette kriegt oder der sich von irgendwelchen Leuten verarschen lässt, sondern ich wollte der sein, vor dem er Angst und Respekt hat, weil der sonst richtig zuhaut. So diese Art und Weise, okay? Und es war so krankhaft. Und ich finde es so interessant, ich habe es auch in meinen Reaction-Videos, Aufzeugnisse immer gesagt, das ist so spannend, wir fangen wirklich an, den Herrn zu suchen, wenn es uns am schlechtesten geht. Und so war es auch bei mir. Ich hatte damals einen besten Freund, den habe ich über alles geliebt, ich habe jeden Tag was mit ihm gemacht. Der hieß Julius, wir haben ihn alle Jules genannt und ja, ich habe ihn einfach so gerne gehabt und wir haben jeden Tag was gemacht, haben meistens Gras geraucht oder zusammen gezockt, sind rumgelaufen, haben uns einfach richtig gut verstanden. Und wir hatten eine heftige Schlägerei und
Mein bester Freund hat dann eben da ziemlich heftig zugehauen auch und ist dann in Untersuchungshaft gekommen. Und wo er wieder rausgekommen ist, da habe ich ihn echt nicht wiedererkannt. Der war total blass, total fertig und hat gesagt, Maxi, ich gehe da nie wieder rein. Und so, ich bin jetzt auf Bewährung, ich gehe da nie wieder rein. Aber ja, wir haben weiter gekifft, haben weiter Schmarrn gemacht, sind weiter feiern gegangen, weiterhin Gewalt ausgeübt. Und irgendwann kam dann der Brief. Ja, und ist auch so spannend so, wir wollen umkehren, wir wollen etwas anders machen, wir wollen sagen, ab heute will ich ein gutes Leben führen, ab heute will ich mich verändern, aber sind wir ganz ehrlich, wenn wir uns selber so Ziele stecken, es klappt meistens nicht, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, aus unserem Loch rauszukommen, irgendwie ist es wie als, ja, vielleicht kennt ihr das so, ich bin dazu bestimmt, so ich bin halt schlecht in der Schule, ich bin halt dieser Versager, ich bin halt so, wie ich bin, ja, und ich komme da nicht raus. Und ja, so war es auch. Wir haben es einfach nicht geschafft. So, ich wollte auch nicht, dass er nochmal ins Gefängnis muss. Aber wir haben einfach nicht geschafft, unser Lebensstil zu ändern. Wir haben einfach nicht geschafft, anders zu sein. Wir haben nicht geschafft, gut zu sein. Und dann hat er den Brief bekommen. 3 oder 4 Jahre muss er ins Gefängnis. Ja. Und er hat gesagt, Maxi, das packe ich nicht. Er hat kurz vorher sogar noch eine Ausbildung bekommen. Er hat sein Leben wieder in den Griff bekommen. So. Und dann kam dieser Brief. 3, 4 Jahre Gefängnis. Und ich habe gesagt noch, ich weiß noch, wir waren feiern so, er hat mir, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war bei Segmüll oder so, er hat die Karte, er hat so eine Karte bekommen von denen, dass er da angestellt ist, er hat die zerbrochen, er hat gesagt, Maxi, ich kann nicht mehr und ich kann da nicht nochmal rein und er hat auch immer gesagt, er wandert nach Thailand aus und was weiß ich, und ich so, Bro, komm, wir schaffen das. Und dann, ein paar Tage später kam die Nachricht, dass er sich das Leben genommen hat, dass er sich umgebracht hat so und das war so krank für mich, ich dachte mir so, Alter, was ist los? Was ist mit meiner Welt los? Was ist mit meinem Leben los? Was passiert hier? Ich lebe für Alkohol, ich lebe für Drogen, ich lebe für Sex und Gewalt und für Anerkennung, dass ich bei Menschen gut dastehe, dass mich Leute toll finden, dass ich Ansehen habe. Und ich lebe für, keine Ahnung, für etwas, was ich gar nicht bin, indem ich Masken aufziehe und so tue, als wäre ich irgendjemand. Und dann, ja, ich weiß noch, eines Abends, ich bin nach Hause gekommen und ich war so kaputt, so fertig, so, ich habe echt geweint. Ich habe so geweint, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, mein Leben ist so im Arsch. Und ich habe da echt zu Gott geschrien an diesem Abend. Ich habe gesagt, Gott, wo bist du? Wo bist du? Mir geht's so scheiße. Das kann doch nicht dein Wille für mein Leben sein. Mir geht's so kacke, Mann. Ich dachte, du bist da. Ich dachte, du liebst mich. Ich habe doch hier dieses Heft gehabt. Und dann ist mir wieder eingefallen. Dieses Heft. Jesus. Fragezeichen. Und ich dachte mir, kenne ich Jesus? Ich kannte ihn nicht. Was hat er eigentlich gemacht? Ich habe das aufgeschlagen. Gott drängt sich nicht in dein Leben hinein. Nimm das Geschenk seiner Vergebung an. Vergebung. Und ich dachte mir so, hey, ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich mache nur Scheiße. Ich kann mein Leben nicht alleine ändern. Ich schaff's nicht, da rauszukommen. Ich bin so kaputt. Ich bin so im Arsch. Ich bin ein Trinker. Ich bin Alkoholsüchtiger. Ich bin ein Kiffer. Ich bin jemand, der fremd geht. Ich bin jemand, der Menschen verletzt. Ich bin ein Gewalttätiger. Ich bin so falsch. Ich bin so schlecht. Mein bester Freund ist tot. Meine Beziehung ist im Arsch. Ich dachte, ich kann das alles alleine handeln, aber ich schaff's nicht, weil ich in mir tief drin böse bin. Ich bin böse. Ich mache alles falsch. Ich habe niederträchtige Gedanken. Ich konsumiere Pornografie, um mich selber gut und um noch mehr zu haben, weil meine Freundin mir nicht ausreicht. Ich schaue nach anderen Frauen Ausschau. Ich will mit anderen Frauen schlafen. Ich betäub mich. Ich betrink mich. Ich tue anderen weh. Ich unterdrück andere. Und ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid. Und in dem Moment, ich kann es gar nicht drüber reden, in dem Moment spüre ich so eine Liebe, die ich noch nie vorher erlebt habe. So eine Liebe, die mich so tief in meinem Herzen berührt hat. Und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen und ich habe gespürt, dass Gott da ist, aber diesmal hatte ich keine Angst mehr. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir, es tut mir leid. Und in dem Moment habe ich einfach seine Liebe für mein Leben gespürt. Und ich habe gesehen, ich habe gespürt, wie er mich sieht, wie er mich liebt. Und ich habe dann nur in meinem Kopf so Gedanken. Und er hat gesagt, Max, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich liebe dich. Und du musst nicht aus eigener Kraft versuchen, da rauszukommen. Entschuldigung. Du musst nicht aus eigener Kraft versuchen, da rauszukommen, sondern ich helfe dir. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich werde alles wieder gut machen. Ich helfe dir da raus. Ich werde alles gut machen in deinem Leben. Ich bin für dich da. Ich habe auf dich gewartet. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat zu mir gesagt, er hat auf mich gewartet die ganze Zeit. Und ich habe einfach nicht aufgegeben.
Ich habe weiter gebetet, ich habe ihn gesucht, ich habe angefangen, in seinem Wort zu lesen. Ich habe diese Liebe von ihm gespürt, ich habe ihn immer mehr und mehr wahrgenommen. Und damals hat dann ein Kumpel von mir, den ich damals von Hauspartys kannte, der hat auch gekifft ohne Ende. Lukas Raufer heißt der. Der hat mir geschrieben, mein Papa wurde übernatürlich geheilt. Übernatürlich geheilt von Jesus, okay? Er war unheilbar krank, hat alles ausprobiert und er ist in die Gemeinde und Jesus hat ihn geheilt und er hat mich eingeladen zu dieser Gemeinde. Komm doch vorbei. Und ich bin in diese Gemeinde gefahren und dort hat jemand gepredigt, Pastor Stefan Steinle, und er hat erzählt, hey, Gott liebt dich und du kannst ihm jetzt dein Leben geben, voll und ganz. Und dann bin ich nochmal vorgerannt zum Altar, er hat einen Aufruf gemacht und dann bin ich auf meine Knie und wieder habe ich diese Liebe gespürt, diese Kraft gespürt, dieses Verlangen von Gott mit mir in einer Beziehung zu leben. Ey, könnt ihr euch das vorstellen? Und das hat mein ganzes Leben verändert, bis heute. Okay, aber wir machen hier jetzt mal Schluss, weil ich will nicht, dass zu lang wird die Teile, der wird eh schon viel zu lang, der Teil, der wird ein bisschen länger gehen. Aber ich will euch einfach sagen, warum ich das hier mache mit YouTube, ja, das ist kein Witz, das ist kein Scherz, das ist kein Ding. Ich weiß ja, dass sie es alle komisch finden, wenn ich hier von Gott rede. Außer jetzt die Christen natürlich, ne? Leute, ich liebe euch alle so sehr und Jesus liebt euch auch. Und ich sage dir, bitte Mann, nicht unterschreib nichts, komm nicht in die Gemeinde, glaub nicht mir, aber lad diesen Gott in dein Leben ein, probier es aus. Bitte Mann, gib ihm die Chance, dir zu begegnen, er sehnt sich danach, nicht nur bei mir. Ich war das letzte Arschloch aus diesem Planeten, ich war das Letzte, das Allerletzte vom Letzten. Und er hat mich geliebt, er hat auf mich gewartet, er hat für mein Leben einen Plan. Im nächsten Video werde ich euch erzählen, wie sich mein Leben verändert hat, als ich ihm mein Leben anvertraut habe, was er in meinem Leben getan hat, es geht dann noch weiter. Das ist erst der Anfang vom Anfang, meine Lieben. Bis heute hat er mich nie im Stich gelassen, er ist da, er ist real. Und ich teile das hier auf YouTube mit euch. Er ist Liebe, er ist für euch, Mann. Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Es ist ein Herzenswunsch. Okay, ich habe auch andere Wünsche natürlich, aber es gibt einen Herzenswunsch, der lässt mich nicht los. Und es ist, dass jeder Mensch in eine Beziehung mit diesem Gott kommt, mit diesem Jesus kommt. Dass jeder Mensch ihn kennenlernt, okay? Es gibt nichts, was mir wichtiger ist. Ich würde mein Leben dafür hingeben, dass Menschen in eine tiefe Beziehung mit diesem Gott kommen. Nicht durch mich, sondern einfach, weil sie ihn selber erleben, selber erfahren, selber spüren. Ich will nicht, dass du meinen Worten glaubst. Ich will, dass du ihn selber einlädst, dass du ihn kennenlernst, dass du ihm die Chance gibst, in dein Leben zu kommen. Er ist real. Und wir haben nur dieses kurze Leben Zeit, um ihn kennenzulernen. Wenn du stirbst, dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät für dich. Du kannst nicht nach dem Tod sagen, jetzt gucke ich mal, ob es ihn gibt und dann schaue ich mal, ob ich zu ihm komme, sondern du musst hier ihn auf der Erde kennenlernen und eine Entscheidung für ihn treffen. Und auch diese Entscheidung ist frei, natürlich. Sie ist frei, du bist frei, er hat dir einen freien Willen gegeben. Entscheide dich gegen ihn. Aber ich will einfach sagen, hey, entschuldige, einfach, hey, er ist gut und er liebt dich. Gib ihm die Chance, in dein Leben zu kommen. So, dass jetzt nicht zu lang wird, das Video, dieser Teil 2, will ich beten ganz kurz. Jesus, ich danke dir einfach für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuschaut. Jesus, ich bete dafür, dass jeder Einzelne, der dieses Video jetzt gesehen hat, eine Begegnung mit dir hat. Herr, ich bete von ganzem Herzen, dass wenn sie nach dir suchen, dass wenn sie sich nach dir ausstrecken, dass sie dich finden werden in Jesu Namen. Komm zu ihnen, so wie du zu mir gekommen bist, Heiliger Geist. Wenn sie dich in ihr Leben einladen, lass sie dich spüren. Lass sie deine Kraft spüren, deine Liebe spüren. Zeig ihnen, dass du für sie da bist. Egal wie hilflos und aussichtslos jede Situation aussieht. Egal ob es dir gerade gut geht in deinem Leben. Egal ob alles perfekt läuft oder ob es gerade richtig scheiße läuft. Ich bete dafür, dass du diesen Gott einlädst und dass du ihn kennenlernst und dass du siehst, dass er für dich ist und dass er einen großen Plan für dein Leben hat. Verpass das nicht. Ich bete, dass dich jeder noch kennenlernt. Herr, lass diese Videos nicht ohne Frucht bleiben. Mach, dass sie weitergeteilt werden, dass so viele Menschen durch diese Videos berührt und erreicht werden. In Jesu Namen. Amen. Come on. Teil 2 ist fertig, meine Lieben. Und ich bin auch fertig jetzt. Ich gehe jetzt noch zum Grillen, zu Mama und Papa. Oh Mann, ich hoffe, betet für meine Allergie, meine Lieben. Genau, in diesem Sinne, ich habe euch so lieb. Gottes Segen euch. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Teilt es, liked es und lasst einen Kommi gerne da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram. Ich habe euch so gern, Mann. Gottes Segen. Ciao, ciao.